Und auch heute wieder, ja, Grüße. Es ist Montag und wie jeder weiß, ich hasse Montage. Wer nicht? Was versüßt den Montag? Weil wenn ich schon so andauernd jedes Paket, Brief, Umschlag, Päckchen oder totes Tier in die Kamera halte, warum sollte ich jetzt aufhören? Deshalb ist heute wieder ausgekommen. Und nein, dieses Mal ist es nicht irgendwo aus dem Schrank. Dieses Mal ist es wirklich in der Post. Auf der Post. Und dieses Mal ist auch wirklich eine DVD, wie ich schätze. Wieder vom gleichen Absender wie das letzte Paket, also das von gestern. Scheidam, soweit ich mir jetzt gesagt wurde, ist es irgendwo in den Niederlanden. Grüße Niederlande. Ja. Also, ohne... Ne? Kann ja nicht, also kann ja maximal eine Briefbombe sein. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Das Ding ist mir mal. Oh, das ziert sich. Ah, diesmal auch ein Beilagenzettel mit Rechnung. Egal. Ah! Manga Home Entertainment Video, Funimation und Marvelous Entertainment. Ghost Hound. Bin mir jetzt gar nicht einmal sicher. Ich habe davon nur gehört, also kann ich nicht einmal genau sagen, was das jetzt genau ist. Wurde mir nur mal empfohlen, mir das mal reinzuziehen. Und ich habe gedacht, den Fünfer riskiere ich. Also, die komplette Serie. Ich habe gedacht, das ist nur ein Teil davon. Aus den Angaben, die ich habe, war also das nur ein Teil der Serie. Also nicht aber die komplette Serie. The Complete Series. Steht hier unten. Juch, die interessant ja dann. Hm. 25 Episoden. Oh, Region Code 2 sogar, das ist die britische Version. Ich hab gedacht, ich hab versehentlich die US-Version. Auf jeden Fall, hey! Also, falls jemand mir etwas dazu sagen kann, bevor ich es in den Player lege, das wahrscheinlich jetzt genau nach diesem Video jetzt passieren wird. Weil man kann ja sowieso kein Fernsehen mehr sehen, wie ich jetzt schon oft bestätigt habe. Warte mal, jetzt kurz meinen Lieferschein. Jo, Amazon UK. Marketplace. Ja. Yeah. Also plus Versand hat es mich 8,73 Pfund gekostet. Oh ja. Das lässt sich reinschauen. Und man denke mal, das waren jetzt also insgesamt ein bisschen Umrechnung drauf. Das 8,75 Pfund. Müsste das irgendetwas bei knapp 10 Euro sein. Hier ist alles nur in Pfund angegeben. Müsste ich dann nochmal nachschauen, aber wird das um die 10 Euro sein? 10 Euro für eine doch noch nicht so alte. Ich habe vergessen, von wann die Serie genau ist. Da. Keine Angaben hier drauf in Bezug auf Lizenzierung. Schade. Ich verlinke die Anisearch. Seite nach unten. Denke mal, nicht mal 10 Euro, oder ziemlich genau 10 Euro, Kauf plus Versand für 25 Folgen. Deutsch-englische Sprachausgabe, Audio in Stereo mit englischen Untertiteln. Also nicht bloß eine gedappte oder nur rein gesappte Version. Yeah. Gesamtlaufzeit ungefähr, approximately, 603 Minuten. Yeah. Bin echt gespannt. Ich hab... The dead have something to say. Und wenn man so Sachen wie Twilight anschaut, sie halten nie die Klappe. Oder starren dich blöde an. Hm.
Ich könnte mir mal Evil Dead anschauen. Okay, in diesem Falle, ich habe wieder was für den Tag. Das baut mich auf jeden Fall wieder auf. Auch wenn der Montag wieder mal so richtig. Und ich hasse den Winter. In diesem Sinne, auch eine schöne Woche. Ich glaube, jetzt wird nicht mehr sehr viel kommen. Außer ich bestelle mir wieder was, aber es wird auch wieder 3 Wochen dauern, aber hey, Sellerie. Cheers. Mecki Kaffeetasse.